Das ist der Fiat 500 Icon. Mit dem sind wir morgen, nämlich am Sonntag, 1000 Kilometer unterwegs. Und mein Beifahrer, beziehungsweise mein Partner, der Jens von Move Electric. Hey Jens, schön, dass du dabei moin, bist. Moin Tarek. Also, kennst du Moin? Weißt du, was das heißt? Moin, Moin, ja klar. Das heißt, guten Morgen. So Nein, ungefähr. Falsch. Auf jeden Fall, ihr Lieben, wir sind hier Ladepark Seed & Greed. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier sind ganz viele Elektroautos. Morgen nehmen 18 Elektroautos teil in der Veranstaltung. Das ist kein Rennen, es geht nicht um Zeit, nicht? Nee, aber wir wollen trotzdem die Ersten sein. Werden wir nicht schaffen. Und wir wollen natürlich Spaß haben, meine Lieben. Deswegen gibt es dieses Video von mir. Heute ist Samstagnachmittag. Jens und ich sind im Team Fiat mit dem Luigi. Für mich übrigens das schönste kleine Elektroauto, was man momentan bekommen kann. Finde ich auch, absolut. Ja. Das also, ist mein Lieblingselektroauto. Ja, meine auch. Also in der Größe zumindest. Und Jens, was sagst du? 1000 Kilometer, wir beide in dem Fiat 500. Ey, das wird so lustig, Leute. Vor allem, wir haben uns ja vorher noch nicht so richtig getroffen. Wir kennen uns nur mal so durch einen E-Cannonball vom letzten Jahr. Genau. Wir haben uns so noch nie richtig gesehen. Also länger als 10 Minuten zumindest nicht. Nee, genau. Und entweder nach den 1000 Kilometer sind wir total zerschritten oder wir hassen uns. Genau. Das wird auf jeden Fall geil. Ja, also wenn euch das Video gefällt und mit uns beiden, wir wissen ja nicht, wie sich das noch entwickelt, aber dann schreibt es ruhig unter die Kommentare. Wird mich super, super freuen und alle, die noch nicht abonniert haben, ey, spätestens jetzt solltet ihr das unbedingt tun, oder Jens? Was meinst du mit, wie sich das entwickelt? Möchtest du ein Kind? Ich weiß nicht, ich lasse mir in einer Beziehung immer viel Zeit. Ja? Ich fahre noch schnell nach Hause, weil wir sind hier in Hilden, ich wohne in Köln, das ist ja nicht so weit und ich übernachte auch zu Hause, der Jens übernachtet im Hotel und dann quatschen wir heute Abend nochmal vielleicht und machen einen Ladeplan. Ihr werdet das alles natürlich verfolgen können. Entweder bei Jens auf dem Kanal, Next Move Electric. Diese scheiß Move, alles bin mit nicht Move. Electric Day. Move Electric, ja. Also, entschuldige, ich schneide das draußen. Nein, ich schneide das nicht raus. Ani! Hallo, Tarek! Schaut mal, wen ich da habe. Ich habe die Ani dabei. Hallo, ich grüße euch. Ani, erzähl mal, wie ist das Wetter in Hamburg? Ihr seid ja aus Lübeck. Aus Lübeck. Also, das Wetter in Lübeck war heute Morgen spitzenmäßig. Wir hatten ein bisschen bedeckten Himmel, hat ganz fein genieselt. Aber als ich ins Auto gestiegen bin, kam irgendwie die Sonne raus und hat mich eigentlich auf dem Weg begleitet. Also ich hatte nichts auszustehen, es war Bombe. Owe ist nicht dabei, aber Owe, keine Sorge, Anni ist in guten Händen hier. Genau. Und erzähl mal, du bist ja mit dem Kia e-Niro dabei, ne? Mit dem genau, ganz neuen. Mit dem Niro EV bin ich dabei und ja, ich bin gespannt, wie der sich schlägt. Das Auto war ja bisher noch gar nicht auf Langstrecke, das ist immer noch das Pressefahrzeug, was ich habe. Und das ist das erste Mal, dass er sozusagen wirklich im Test ist. Das heißt, alle Diskussionen jetzt darüber, Verbrauch, Effizienz. Ist alles hinfällig, weil wir werden das morgen testen. Das wird super spannend, Leute. Mhm. Du machst ja auch ein Video davon mit Sicherheit. Natürlich. Guckt euch das an bei TNT E-Mobility. E-Mobility. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Ich dir auch, Tarek. Weißt du was? Und falls du nach mir ankommst, dann bewahre ich den Nachtisch auf. Ja, ja, ein Cappuccino würde mir genügen. Ach, siehst du. Hier ist deine Mitfahrerin übrigens. Hi. Du warst ja letztes Jahr auch schon dabei, hier beim ED1000, genau, mit der Aini zusammen. Ihr wart zusammen. Beide dabei. Genau. In welchem Team wart ihr letztes Jahr? Polestar. Ach, Polestar. Ja. Okay, du fährst ja auch Polestar privat. Ich fahre Polestar 2 privat. Und? Wie macht er sich mittlerweile? Ja, ich sage immer, mich dürfte die Frage, ich liebe das Auto. Ja, ich liebe ihn auch. Also ich finde es spannend, ich gehöre zu den Early Adapters. Mhm. Also ich war einer der ersten Kunden und wer auf meinem Kanal das verfolgt hat, weiß die Geschichte darum. Aber ich finde die Entwicklung, die der Polestar in der Zeit gemacht hat, ist Wahnsinn. Hast du mittlerweile Over-the-Air-Updates bekommen? Ja. Okay, also klappt. Ja, und ich habe jetzt die ganze Zeit unser Mustang Mach-E hier schön angeschlossen. Ich kam eben nämlich hier mit 7% nur an. Wir gucken mal, wie viel er schon mittlerweile geladen hat. Ja, schaut mal, 74% mittlerweile, von 8 auf 74% in 5 Stunden, 5, ja, in 5,5 Stunden.
Das wird super, super interessant. Ich freue mich drauf. Also, ihr bleibt schön dran. Guten Morgen. So, ich bin jetzt hier. Es ist 6.40 Uhr. Der Jens wartet schon in der Tiefgarage im Auto auf mich. Ich bin jetzt von zu Hause aus hier nach Düsseldorf gereist. Wir sind hier in der Königsallee. Da ist er schon. Hier stehen auch die anderen Autos. Und da ist er ja. Guten Morgen, mein Lieber. Okay. Und, bist du bereit? Ja, das mache ich nicht, aber egal, wir fahren einfach los. Ach, kriegen wir alles hin. So, alles klar, läuft. Läuft. Jens, was ist unser erstes Ziel? Tignes in Belgien. Tignes heißt sie, das Tignes, ist so ein Rastplatz und ist programmiert. Navi ist programmiert. Genau, und fahren. Und fahren. So, der Tarek hat seinen Cappuccino, der Jens hat seinen Cappuccino. Wir sind beide glücklich, ihr Lieben. Wir haben noch 40% im Akku. 78 Kilometer Reichweite, aber nur noch 22 Kilometer bis zum ersten Ziel. Wir sind auch mittlerweile in Belgien. Hier darf man auch nur 120 fahren. Wir fahren auch schön 123 laut Tacho. Wie fährt der Fiat sich bis jetzt? Der Fiat fährt sich genial, vor allem auch mit den Assistenzsystemen. Quasi der Fiat Autopilot. So super. Also er fährt richtig italienisch, weißt du? Immer schön geradeaus. Genau. Schnell. Und auch, ich meine, du bist ja auch nicht der Kleinste. Wie sitzt du gerade? Also ich sitze hier prima, weißt du. Ich habe jetzt hinten natürlich keinen Platz mehr. Wenn hinten einer sitzen möchte, das geht nicht. Ja, ist so. Aber so für zwei Personen vorne völlig okay. Absolut, absolut. Nee. Einziges Problem ist die Armlehne fehlt. Ja, das stimmt. Das ist echt, ich sage es auch in jedem Video, ohne Armlehne, nichts gut, Leute, nichts gut. Also, ihr Lieben, unser erster Stopp bei Ionity, unsere Shell Recharge Ladekarte, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Eigentlich Sponsor vom ED1000, die Ladekarte funktioniert nicht. Uns wurde gestern Abend versprochen, dass die heute aktiviert werden, morgen um 5 Uhr heute morgens. Also morgens um 5 Uhr, aber nichts. Der Jens hatte Gott sei Dank seine Maingau-Karte dabei. Und noch ein Problem, Stecker hochhalten. Typisch Ionity. Ladefehler, Stecker hochhalten, dann klappt es. Ja, und er lädt. Obwohl wir die neue Hardware haben hier. Ja, und wir haben jetzt 30%. Er zieht hier seine 85 kW, Jens. Ist doch cool, oder? Das ist richtig genial. 85 kW mit dem kleinen Ding hier. Ja. Ist doch super. Wir haben jetzt nämlich 74% auch schon erreicht. Und Jens, wir hoffen, dass unsere Shell Recharge Karte bei der nächsten Ladepause auch aktiviert ist. Ich habe ja genug Karten mit, das ist ja nicht das Problem. Aber schaut mal, ihr Lieben, wir haben mit 28% angeschlossen oder 30? 16 Minuten. In 16 Minuten ist das cool. Der Jens, der ist ja schon länger dabei in der Elektromobilität als ich, noch viel länger und hat mehr Erfahrung. Und der Tarek. Trotzdem haben wir den Luigi eben zu. Enrico! Okay. Wir haben ihm Unrecht getan. Und zwar, Jens, was haben wir denn gemacht? Ja, wir haben doch vorhin gesagt, uns beschwert, dass die Verbrauchsanzeige in, was war das? Kilometer pro Kilowattstunde ist. Und das war eigentlich nur eine Einstellungssache. Ja, man kann das umstellen. Wir sind ja so blöd. Man müsste ja mal die Bedienungsanleitung lesen. So sind wir nur durch Zufall drauf gekommen. Ich habe hier ein bisschen rumgespielt und dann denke ich, oh, guck mal, das Ganze umstellen. Zack! Jetzt haben wir einen Verbrauch von 20,2 Kilowattstunden und bei 124 km/h Tempomat. Das ist okay für den Kleinen. Und wann müssen wir laden? In 45 Minuten, das heißt in 86 Kilometern. Das packen wir locker. Also, mit 9% sind wir bei unserem zweiten Ladestopp jetzt hier angekommen in Belgien bei, habe ich jetzt vergessen, wo wir sind, egal. Und wieder haben wir hier andere Säulen von Ionity, die kennen wir aber auch schon aus unseren Frankreich-Roadtrips, also alles schon gesehen. Und schaut mal, da kommt der Cupra Born hier schon angetanzt, möchte gerne laden und da steht vorne unser Wasserstoffauto, der Hyundai Nexo. Meine Kamera. Oh, Entschuldigung. Laden. Jens. Ladenfirmen. Die Ladung ist gestartet. Unsere Shell Recharge Karte hat es leider nicht getan. Der Jens hat wieder mal seine Maingau-Karte hergehalten. Also nicht gut. Und
Ja, wir haben viel zu viel geladen, viel zu viel gequatscht. Wir haben versucht, hier das dem Autonavigationssystem einzugeben, hat aber leider nicht geklappt. Tschüss, ihr Lieben. Übrigens, Skoda Enyaq Coupé ist da, Renault Megane Electric ist da. Schaut mal, ein I-Pace interessiert uns nicht gerade. Und der Jens möchte noch weiterfahren. N538 abbiegen. Ey, ist eine ganz andere Stimme plötzlich. Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ja, ich hasse diese Google-Stimme. Ich hatte mich so an die Dame aus dem Fiat-Navi gewöhnt. Viel angenehmer, oder? Die ist angenehmer, die ist ein bisschen härter hier. Ja. Aber die duzt mich irgendwie netter hier, die Google-Dame. Ja, aber die labert immer so viel, ey, die Google-Tante. Schaut mal, der kleine Fiat, der zeigt uns einen Durchschnittsverbrauch von 14,9 Kilowattstunden an auf 100 Kilometern. Und wir fahren wirklich mit 120 Tempomat ganze Zeit. Oh, eventuell teilweise ganz kurz 100 gefahren. Aber sonst ist doch okay, oder? Das ist mega. Ich traue dem Frieden nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so wenig ist. Ich weiß nicht. Also, mehr sein. Ja, Trip A zeigt genau das Gleiche, Trip B auch. Am Anfang unserer Reise stand da 20 oder 20,1 und jetzt auf einmal 14,9. Es könnte sein, weil wir so lange unterwegs sind, dass jetzt der Akku Idealtemperatur hat. Idealtemperatur mit Sicherheit, davon gehe ich auch aus. Wir mussten jetzt unseren dritten Ladeziel übrigens mit Google Maps annavigieren, weil das Auto selber hat die Adresse nicht gefunden. Schade. Ja, also Navigation mit dem Navi eigentlich gut. Das Navi ist auch schön, hat eine schöne Grafik, genau. Ist auch schnell. Genau. Aber so manche Ziele, gerade auch Ladestationen, das ist sehr suboptimal. Ja. Also es ist andererseits hat er es wieder gut gemacht, nicht? Ja. Gut, also, aber da liegt auch nicht die Stärke von dem Kleinen. Nee. Du bist ja mit dem Auto tendenziell nicht auf 1000 Kilometer unterwegs. Richtig. Unsere dritte Ladepause bei Fastnet. Schaut mal. Fastnet mit dem wunderschönen Solardach hier. Der Fiat macht sich mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gut, meine Lieben. Also macht richtig Spaß, das Auto zu fahren. Gleich bin ich dran. Der Jens ist jetzt 340 Kilometer insgesamt gefahren von Düsseldorf aus. Und ich übernehme jetzt den nächsten Part, die nächsten 300 Kilometer locker. So. Hier muss man die nicht hochhalten, das merkst du schon direkt am Stecker. Okay, also Maingau funktioniert hier leider auch nicht. Vielleicht liegt es auch an der Säule, kann auch sein. Ist alles schon mal vorgekommen. Guck mal jetzt mit allen Karten. Okay, das ist die Säule, Jens, mit Sicherheit. Sollen wir umpacken? Eine habe ich noch. Eine hast du noch? Ja. Ah, okay, welche war das jetzt? New Motion. New Motion? New Motion Karte. Welchen Stecker haben wir links? Den, ja. 60, 64, 70. 70. 76, und? 82. Ja, cool. Ah, hey, jetzt pendelt er wieder runter. Okay, 71. Okay, er pendelt sich bei 71. Könnte aber gleich wieder höher gehen. Ja, das kann sein. Wir haben jetzt bis 70% geladen und haben noch einen Weg von 112 Kilometern vor uns. Und vor allen Dingen darf der Tarek jetzt endlich mal fahren. Jens ist jetzt Beifahrer und macht den Co-Piloten hier. Und Livestream ist immer noch. Wir sind beim Livestream dabei. Jens nimmt die auch. Also so viele Kameras habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Jetzt muss ich mich hier anlehnen, weil ich keine Armlehne habe. Ja, wir haben abgestöpselt. Wir haben jetzt 70% tatsächlich Punktlandung. Und wir waren wie viele Minuten? Drauf geguckt? Boah, habe ich nicht drauf geguckt, ganz aber ehrlich. Aber es waren irgendwie so 17 Minuten. 16, 17 Minuten. Jetzt geht es noch 112 Kilometer bis an die Nordseeküste und da essen wir Mittag. Und dann düsen wir jetzt los. Diesmal fährt Tarek. Endlich kann ich mich hier entspannen. Wie ist der Tarek so als Mitfahrer? Sag mal. Total ruhig. Also, so wünscht man sich das. Keine hektischen Bewegungen. Nasila, hast du gehört? Nasila ist auch total ruhig. Ja. Meistens ist es bei mir so, wenn ich mit Nasila mitfahre, dann bin ich eher so ein bisschen nervös. Aber ich persönlich manchmal bin ein schlechter Beifahrer. Und du? Du warst doch gut. Was ja, in schlecht? Meinem Auto. Ja gut, in deinem Auto. Naja, hier im Fiat ist es so entspannt, der strahlt so eine Ruhe aus. Oh mein Gott, habe ich das vermisst. Das schön, ne? Ja, wirklich, Mann. Oh, das ist eine wunderbare Straße, Vorsicht. Bello, bello. Ja, Tempomat 120 und Feuer. Schaut mal, wir sind jetzt hier an der Nordseeküste in Holland, irgendwo in der Nähe von Hoek van Holland. Mit 21% sind wir angekommen. Hier kann man nicht laden, aber wir haben Hunger. Wir dürfen nämlich jetzt hier essen und wir zeigen euch mal kurz den Strandabschnitt, wenn es geht. Ja. Super.
Also ich muss sagen, wir sind etwas überrascht, dass ihr schon hier seid. Ja, ne? Wir auch. Also wir haben überrascht, dass wir schon hier sind. Wir haben es auch irgendwie im Gefühl, dass wir gut in Zeit sind. Hi! Hi! Guck mal, da ist unser bester Kameramann ever. Danke. Wie ist dein Name übrigens? Jasper ist mein Name. Jasper, hi. Hi. Der Jasper hat uns nämlich gestern die Aufnahmen gemacht, die Außenaufnahmen, nämlich hier aus der Rücksitzbank. Moment, hier, schaut mal. So sieht das dann nämlich aus. Und da sitzt der Jasper, schön angeschnallt, natürlich, ne? Auf jeden Fall, in meiner Pommes-Theke. Ich habe die Ladesäule entdeckt. Ah, da ist die Ladesäule. Guck mal. Wenn ihr da laden würdet, hättet ihr jetzt Ladezeit und keine Freizeit. Ach, verstehe. Deswegen haben wir ja gesagt, ihr sollt hier nicht laden. Deswegen haben wir ja schnell Tests aufnehmen. Okay. Ha, haben die noch nicht bei euch? Nein. Machen wir jetzt, ne? Weil ihr ja so filmt, dann haben wir gesagt. Livestream ist beendet. Jetzt wird erstmal gegessen hier. War super, super lecker, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und jetzt möchte ich euch hier noch mal kurz den Ausblick zeigen. Schaut mal. Hier stehen die anderen schon auch. Der Cupra ist da. Taycan ist da, die beiden Skoda Enyaqs Coupés sind da und der Jens gibt jetzt unseren nächsten Ladestopp im Navigationssystem ein. Vierte Ladepause, Shell Recharge hier in der Nähe von, keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir haben jetzt insgesamt knapp 490 Kilometer gemacht und ich sehe zum ersten Mal diese Säulen mit dem Loch in der Mitte, das was normalerweise E.ON hat und das graut mir schon. Also wenn ich diese Dinger sehe von EVAZEC-Säulen, habe ich keinen Bock drauf. Kann man das denn nicht wieder... Ah, okay. Jetzt. Warte. Ja. Ah, warte. Kontrolle. Ja, jetzt einstecken. Also. So, mal sehen, ob es lädt. Nee. Was für ein Scheiß. Also diese Säulen, das ist wirklich das Letzte. Es ist kein Touchscreen, du musst hier unten drücken. Ja, und machen wir. Tut sich ja nichts. Tut sich nichts. Komm, wir fahren zu Fastnet. Das ist, hat keinen Sinn. Also, das ist echt wirklich der allerletzte Schrott hier. Wir nehmen jetzt die Fastnet-Säule direkt hier hinter der Tankstelle. Denn einfach nur Zeit verlieren hier geht gar nicht. So. Ja, hier funktioniert die übrigens. Aha, okay. Also, die Shell Recharge Karte funktioniert jetzt hier bei Fastnet. Da hinten an den Shell Recharge Säulen von EVAZEC, diese blöden alten Säulen, das hat nicht funktioniert. Aber hier sind wir natürlich gute Dinge. Fastnet und Alpitronic ist ein gutes Team. 50 haben wir schon mal. 60, 70, 82. Ah, ja, okay. Okay, dann eben nur 72 erstmal. Ja, aber warum nicht gleich so? Ich meine, du musst das. Du kommst hier rein, nimmst dich. Also, der Fiat schlägt sich ja eigentlich super, super gut. Das Problem ist bis jetzt eigentlich wirklich nur die ein, zwei defekten oder Säulen, die nicht funktionieren möchten. Aber zum Glück hat Fastnet hier auch noch Säulen hingestellt. Läuft. Wir haben jetzt auf jeden Fall 78% im Akku. 186 Kilometer Reichweite, sollen aber 119 Kilometer fahren, das kriegen wir locker hin. Und wenn die Säule nicht möchte, haben wir immer noch genug Puffer. Unser Durchschnittsverbrauch vom Fiat 500e ist nämlich auf 10,5 Kilowattstunden runter. Und jetzt an alle Fiat 500e Experten. Woran liegt das? Kann das wirklich sein? Weil wir haben heute Morgen 20 Kilowattstunden durchschnittlich gehabt und dann eine Zeit lang 14,9. Und jetzt auf einmal nach dem Laden zeigt er uns 10,4 an für die gesamte Strecke von 540 Kilometern. Schreibt es bitte unten in die Kommentare rein an alle, die einen Fiat 500e seit längerer Zeit fahren und eine Idee haben. Ja, wie gesagt, im Chat haben sie gesagt, dass man beim Laden den Wagen ausschalten muss. Ja. Was ist aber da dran? Was ist da die Logik? Ich meine, warum muss ich den Wagen ausschalten? Und wenn ich ihn nicht ausschalte, dann sinkt der Durchschnittsverbrauch. So richtig raff ich es nicht. Mhm. Vielleicht könnt ihr uns irgendwie aufklären. Das wäre super cool. Jedenfalls haben wir jetzt 60%. Wir sind ja von 74 war es, ne? Wir sind mit 77. 77? Mhm. Okay, dann haben wir 17% jetzt verfahren. Wie viele Kilometer sind wir jetzt unterwegs?
ich habe nur Gesamtkilometer. 75 müssen wir noch, ne? Ja, 120 waren es, also 45 Kilometer. Genau, 17%, 45 Kilometer, ist auch total wenig. Vielleicht stimmen ja die 10 Kilowattstunden. Also, ich glaube nicht, dass der Bordcomputer einen Defekt hat. Nee, aber irgendwie... Naja. Auf einmal so abrupt... Wobei, guck mal, wir dürfen aber auch wirklich die ganze Zeit nur 100 fahren. Und meinst kann du, ja dass sein. Der bei 100 so effizient ist? Höchstwahrscheinlich. Deswegen, bitte kommentieren, wie sieht es bei euch aus? Ladepause Nummer 5, endlich angekommen hier, schaut mal. Die sehen so aus wie die Säulen von Ionity, allerdings bestimmt die erste Generation von der Hardware. Immerhin keine EVAZEC-Säulen und ich bin jetzt echt gespannt, ob das hier was wird oder nicht. Also, schaut euch mal die Säulen an. Das Gute ist aber, hier kann man auch mit, ich glaube, mit Kreditkarte sogar bezahlen. Steht allerdings nicht dran. Doch, Ad-Hoc-Laden 59 Cent pro Kilowattstunde. Jo, ja, lädt. Und er lädt. Ach, das ist echt die Ionity, so ähnlich wie bei Ionity. Tritium-Lader ist das. Tritium, ah, okay. Tritium, okay. Und wir kriegen hier 80, 75, 72 kW bei 32%. Ja, perfekt. Cool. Wir gucken uns jetzt mal an, wie lange wir hier noch laden, wo unser nächster Stopp ist. Denn so langsam aber sicher geht es jetzt wieder Richtung Düsseldorf. Und das ist auch gut so. So, meine Lieben, wir waren jetzt beide für kleine Jungs und haben auch schon mittlerweile 57% und unser nächster Ladestopp ist Ionity in Salzbergen. Das ist von uns aus 118 Kilometer entfernt und wir haben jetzt mit Jens abgemacht, dass wir bis 60% laden und ich denke mal, das ist dann absolut ausreichend, die Reichweite, weil wozu dann noch Zeit verlieren, dann fahren wir gerne weiter. Wir haben jetzt 58% und dann checke ich das Auto gleich ab. So, mal gucken. Scheiß Stecker. Müssen wir den Stecker hochhalten oder nicht? Er lädt. Er lädt, er? Er lädt. Perfekt, was kriegen wir denn an Leistung? Ja, mit 7% bei Ionity angekommen und wir kriegen hier 60, 70. Das ist wenig. Das ist wenig. Ich hätte jetzt, ist das sowas ich hätte jetzt locker 85 erwartet. Wie Ladegate hier, wenn man zu viel. Also, wenn man zu viel gefahren ist, der Akku zu heiß ist. Ich weiß nicht eigentlich. Heatgate? 67 ist echt arm. Ah. Ja, also dafür, dass er nur 9% hat, er müsste eigentlich 85 kriegen. Er hat uns die letzten 730 Kilometer ja so verwöhnt, ja, eigentlich. Das ist wirklich witzig, wie wir hier stehen mit unseren beiden GoPros. Aber es ist eine neue Erfahrung für Jens und für mich. Also die GoPro ist so schön klein und ja, ich weiß nicht, wie der Ton so ist. Ich habe ja jetzt keinen Windschutz, ja, aber so leicht, ja, hat eine super Bildqualität. Ja, definitiv. Also das ist so, das erleichtert das Drehen einfach so. Man stellt sie an und sagt den Sprachbefehl und dann geht die an. Besorgt ihr hier den Mediamod? Oder funktioniert der ja nicht. Das ist unser sechster Ladestopp übrigens. Wir sind schon in Deutschland. Nach 735 Kilometern Ladestopp 6. Und dann fahren wir nach Bielefeld, ihr Lieben, von hier aus. Unser Durchschnittsverbrauch liegt momentan bei 11,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und das ist eine ordentliche Leistung. Arbeit sparen. Wie viel Speed kriegen wir denn hier? Ladeleistung? 39. Lademonitor. Ja, 70 kW. Bei 13% Ladezustand. Könnte schneller sein, aber wo der Akku warm ist, kriegt er nicht mehr die volle Leistung, haben wir festgestellt. Mhm. Und wir haben hier einen Zuschauer, der unseren Livestream verfolgt hat. Oder? Ganz genau. Ich bin einfach ein neugieriger Bielefelder, der vorhin mal zwischendurch im Stream nachgefragt hatte. Ach so. Ob ihr wieder hier in Bielefeld. Wendet, so wie letztes Jahr auch. Wie ist dein Name? Ich heiße Martin. Martin, grüß dich. Du bist aus Bielefeld. Ja, genau. Ich wohne hier zufälligerweise auch nur 1,5 Kilometer weg. Ja, hat sich ja gut getroffen, und oder? Ich habe vorhin mal geguckt, ja, was gibt es denn zu ED1000 so live zu sehen? Mhm. Gar nicht so viele. Mhm. Ja gut, die Videos kommen dann später. Für. Genau. Wir müssen ihn noch schneiden hier. Ja, ganz genau.
So, und von hier nach Düsseldorf sind es 190 Kilometer. Der Jens hat schon die Route eingegeben. Ich zeige euch noch. Wir bis 90 hoch, ne? Ja, oder bis 95. Dann laden wir eben. Also wir laden halt nochmal irgendwo. Ist das jetzt Ladestopp Nummer 7? Nummer 8. Also, entweder jetzt hochladen bis 95% oder wir laden dazwischen nochmal, so nach 100 Kilometern. Guck mal hin. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Also, Better Route Planner schlägt vor, dass wir nochmal kurz laden. Okay, wo? Lichtendorf Nord, Ionity. Okay, also, Better Route Planner hätte vorgeschlagen, das ist jetzt Ladepause Nummer 7, Jens. Ja, Nummer 7. Ja. Wir könnten theoretisch mit 7 mal laden. Aber dann müssen wir auf 100% knallen. Ja, nicht 100, 95. Ja, aber das dauert jetzt dann 45 Minuten. Wieso? Wir haben doch schon 30. Ja, aber am Ende, zwischen 80 und 95, dauert das 20 Minuten fast. Wir warten auch Leute, die laden wollen, also... Wir überlegen uns was. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir noch einen Zwischenladestopp einlegen, weil nach 100 Kilometern es ist besser. Es geht schneller sogar. Ja, an alle, ich sag mal, die sich mit der Elektromobilität nicht auskennen, was einmal mehr laden, warum? Ja, bevor wir jetzt hier für 95% noch Zeit verschenken, ist es am Ende schneller, wenn wir jetzt nur bis 60% laden und dann irgendwo nach 100 Kilometern nochmal bis 50-60% laden und dann direkt nach Düsseldorf weiterfahren. Man hat zwar am Ende einmal mehr geladen, aber ist trotzdem da ein bisschen schneller da. So läuft das. Aber wir sind richtig stolz auf den Kleinen. Bis jetzt schlägt er sich wunderbar. Uns geht es gut. Ich habe mir noch einen Cappuccino reingehauen und kann weitergehen. So, ihr Lieben, endlich Ladepause Nummer 8 und letzte Ladepause. Nach 950 Kilometern haben wir es geschafft und Sie sind jetzt hier bei Ionity Lichtendorf, kurz vor Düsseldorf, ungefähr noch 100 Kilometer vor Düsseldorf. Und das Kabel reicht aus. Wir haben hier übrigens auch eine Kabelverlängerung. Wenn wir später gekommen wären, hätten wir vielleicht den nicht gekriegt, dann hätten wir warten müssen. So, Jens hält die Karte dran und das müsste jetzt... Ja, Zahlung akzeptiert. Also, Shell Recharge hat es heute doch noch hinbekommen, so ab 14 Uhr die Karten freizuschalten. Immerhin, alles gut. Jetzt funktionieren sie. 60, 70, ja. Ah, 77, kurz angetestet, ja. Und dann wieder runtergegangen. Also die 80 haben wir heute nicht mehr gesehen. Also nee. Insgesamt einmal, nur zweimal. Die 85. Beim ersten beiden Ladevorgängen. Ja, wir müssen noch 100 Kilometer fahren. Ich würde sagen, laden wir bis 60 hoch. Oder 50? 50. 50 reicht. Ja. Stinkt das vielleicht? Ja, ne? Hier riecht es extrem ekelhaft. Extrem gerade. Also das ist so eine Ladesäule, also ein Lade oder Raststätte. Standort ja. Ja. Zum Abgewöhnen. Ja, genau. Das stinkt dermaßen nach Fäkalien hier. Furchtbar. Der stinkt das hier auch im Wagen, ja. Weil die Lüftung an ist. Wer weiß, was da hinten im Gebüsch alles passiert. Lieber Jens, es geht so langsam aber sicher jetzt zu Ende, ja, für uns. Ich sag dir, du. Ich bin richtig traurig. Wir haben jetzt das letzte Mal geladen. Das war Ladung Nummer 8. Ladung Nummer 8. Wir hätten es theoretisch auch mit 7 Mal laden schaffen können. Ja. Aber wir wären am Ende nicht schneller geworden. Nee, eher langsamer. Weil wir dann in Bielefeld hätten wir fast eine Stunde gestanden. Das ja. Wäre dann nur dann 45, 50 Minuten. Und jetzt haben wir hier wie nur 14 Minuten geladen. Mhm. Nein, 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 nein! 1000 Kilometer! 1000! Hier, wenn ich meine Kamera muss ich halten. Schade eigentlich. Yeah. Würden wir jetzt abklatschen. Warte. Hier, komm. Ja, wir klatschen. Ich hab's auch die Kamera in der Hand. Egal. 1000 Kilometer. Ja. Nach 21.11 Uhr ist es ein denkwürdiger Tag, eine denkwürdige Uhrzeit. Ja. 21.11 Uhr. Wir sind stolz auf den Kleinen und wir sind stolz auf uns selber. Absolut. Na? Und? War cool heute, wirklich. Ja. Mega, mega geil. Und noch 24 Kilometer, dann sind wir in Düsseldorf. Richtig. Also, hat super Spaß gemacht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mich hat es super, super, super gefreut, überhaupt dabei sein zu dürfen. Danke nochmal an Jens. Ja, bitte, gern geschehen. Der mich eingeladen hat. Und echt, also ich hatte mega Spaß, ihr Lieben. Und ja, hat mich... Und es war überhaupt nicht eine Sekunde langweilig, auch durch, dank dem Livestream von Jens. Wir haben es endlich geschafft, ihr Lieben. Wir sind jetzt in Düsseldorf an der Königsallee angekommen. Ja. Königsallee 59. Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Ankunft. So, wo ist der Bahnhof?
Guck mal, da ist auch mein Mustang. Hi, buongiorno, buonasera. Buonasera, ragazzi. Und sind wir die Letzten? Buonasera. Nee, ne? Oder? Una bella macchina. Ja, absolut. Fantastico. Mega. Mega. 11,7 Kilowattstunden, sage ich nur. Also sagt der Bordcomputer, wir sagen das gar nicht. Wir glauben das gar nicht. Aber der Bordcomputer sagt 11,7. Mega, Leute, schaut mal. Kann man denn so entspannt sein nach 1000 Kilometer in so einer Knutschkugel? Das ist falsch, 1024 Kilometer. Ja, das ist einfach geil mit dem Auto. Dream Team, zu dritt. Dream Team. Ja, ihr Lieben, jetzt sitzt der Tarek hier neben der Ani. Ani, wie war's für dich? Boah, super, es war toll, es hat viel, viel Spaß gemacht. Und wir hatten Gott sei Dank ein tolles Auto, wenn es auch echt eine Ladelampe ist. Moment, Ani, Ani und Eva, ihr wart ja hier mit dem Kia e-Niro, neuen e-Niro dabei. Genau. Baujahr 2000, Modelljahr 23. Mhm. Genau. Und wie war's? Erzählt mal so. Eva, du zuerst. Bombe. Also das war richtig spannende Fahrt. Wir sind super gut durchgefahren. Ich habe den Niro so noch nicht selber kennengelernt und das erste Mal drin. Und die meiste Zeit ist Ani gefahren. Ich war Beifahrer und beschäftigt mit Navigation und Anweisungen und Bonbonpapier auswickeln. Und das Auto zu erleben und zu erfühlen in der Haptik, mega klasse. Das, was unsere Strategie, die ist eigentlich aufgegangen. Wir haben so von der Fahrzeit Ladeleistung etwas überschätzt, haben wir uns schon. Die war ein bisschen mau. Also wenn man da andere Techniken gewohnt ist. Dann frage ich mal die Ani. Okay, ich blende dich jetzt hier mit meinem Licht. Das ist mein Charisma. Ja. Erzähl mal, also was ist dir negativ aufgefallen? Also die Ladeleistung, die ist wirklich echt schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben heute Autos, selbst dein Fiat lädt schneller. Das musst du dir überlegen, das ist ein kleines Auto. Ansonsten, das Auto ist wirklich sensationell, aber das muss definitiv besser werden. Vielleicht kriegen wir das ja mit einem Update noch hin. Weiß man nicht. Ich denke, dass da hätten sie, ich weiß es nicht. Ich bin kein Techniker, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich hoffe, wenn das so möglich ist, dann sollen sie es groß machen. Ansonsten ist es ein tolles Auto, also gerade auch. Platz 3 übrigens, oder? Genau, ja, wir sind als Dritte ins Ziel. Also als Dritte. Genau. Und wir haben insgesamt 1050 Kilometer gefahren. Durchschnittsverbrauch? 18,4, irgendwas in der Art. Das ist gut. Also ich bin das Auto mit 14, 15, 16 gefahren. Eva ist gefahren, dann war es 2021, 22. Und das Verrückte ist, wir sind beide schnell gefahren. Da war der Verbrauch natürlich auch ein bisschen höher. Aber das ist einfach das, wo man beim Elektro sagen, wenn du vorausschauen fährst, dann kannst du auch noch ein bisschen was rausreißen. Und das ist mir ein bisschen besser gelungen als Eva. Hast du Ähnlichkeiten zum EV6 gefunden? Zum Beispiel Rekuperation oder Bedienung? Also ja, genau, das ist also eigentlich alles relativ identisch. Also der Niro ist ein bisschen abgespeckte Version. Das Auto ist auch nicht ganz so teuer. Aber es ist im Prinzip, wenn du das Lenkrad anfasst, ist genau das gleiche Auto. Du hast eine iPad-Funktion. Genau. Die Rekuperationsleistung ist da. Das ist alles identisch. Was er nicht hat, ist, dass du hast ja die Augmented Reality. Das heißt, wenn du navigierst, dann siehst du das auch so, wie wie auch im EV6. Das ist noch ein bisschen anders dargestellt. Was er nicht hat, ist die Totwinkelassistent, dass die Kameras aufklappen, wenn du blinkst, weil er diese Kameras gar nicht hat. So, ansonsten ist das ziemlich identische Auto. Es ist klein, es hat ein super Fahrwerk und es ist auch sehr, sehr leise. Eigentlich auch für Familien eigentlich. Ideal, super, ne? Für ihn. So wie der Vorgänger. Du hast sehr viel Platz, also gerade für Passagiere, das finde ich toll. Hinten, also hast du einen super Fußraum, das ist natürlich deswegen ein bisschen klein. Wenn man einen tot, musst du ja sterben. Ne? Das ist, du hast einen großen Kofferraum, dann hast du einen Passagierraum weniger Platz. Das Ganze musst du natürlich irgendwie so ein bisschen, wie nennt man das, wie sagt man das? Ich bin Türke, hallo. Ja, ich auch. aber frisch 1000 Kilometer zurückgelegt. Und was war für euch das tollste Erlebnis heute? Das tollste Erlebnis, erstmal mit dem Jens haben wir echt super harmoniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten mega Spaß, wir beide. Und im Zusammenhang mit dem Auto selbst, also das Auto, der zieht schon mal alle Blicke auf sich an der Ladesäule bei Eolity, egal wo. Ein Sympathieträger auf Nummer 1. Und total. Er kann wirklich sehr viel für seine Größe. Guck mal, wir haben 1025 Kilometer gemacht. Ja.
Reine Fahrzeit 13 Stunden. Ja. So, Jens. Ich brauche noch eine Portion. Bevor du reinhaust, mein Lieber. Das reicht sonst nicht. Sag mal bitte. Für dich war es heute auf jeden Fall eine gute Erfahrung mit Sicherheit mit dem Fiat und mit dem Tarek. Ich mache das mit dir nie wieder. Das war so eine Katastrophe. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Okay. Also ich glaube, es hat sich da heute ein Dreamteam gefunden. Ja, das glaube ich auch. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Aber ich glaube, wir hatten ziemlich viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe selten so viel Spaß gehabt wie heute bei den 13 Stunden ja, mit dem Wahnsinn, Verrückten oder? Hier in einem Auto. Wahnsinn. Das hält keine Sau aus. Und nein, wir hatten keinen Alkohol. Ja, jetzt. Jetzt, genau. Lass es dir schmecken. Immer. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke. Das machen wir unbedingt nochmal. Genau. Wir fahren und zum hier, Nordkap zusammen. Mein Held vom ADAC. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Fahrt hier. Du, selbstverständlich. Wir haben auch das richtige Fahrzeug für so eine Langstrecke. Was hattet ihr? Den hier EV6? EV6. Okay, und ihr wart Platz 2, glaube ich. Also nee, zwei. Nee, wir sind nach den freundlichen Damen hier. Nach Ani. Aber wir verstehen uns als ein Team. Also kamen vom selben Hersteller. Da muss man auch gönnen können. Ja, genau. Mother von another mother. So, dann machen wir einmal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ciao.